warum will sie diese beiden Kinder verschwinden lassen? Ich glaube, der Regenwurm hat ausnahmsweise nichts damit zu tun. Niemand ist verschwunden. Die Kinder sind abgehauen, weil Leon diese Streiche spielt. Warum denn, Leon? Er war der Letzte, der noch in die Lokführerschule gehen musste. Vielleicht war er eifersüchtig. Und außerdem konnte er am ehesten den Hut der Lehrerin stehlen. Wow, du hast wirklich viel gelernt in der Schule. Dieser Planet ist einzigartig. Das wüssten Sie schon lange, wenn Sie sich mal die Mühe gemacht hätten, von Ihrem Baum runterzusteigen. Das stimmt. Sie haben vollkommen recht, meine Liebe. Aber ich bin eben ein Einzelgänger und ich habe immer auf diesem Baum gelebt. Hallo! Haben Sie zufällig eine Rakete vorbeikommen sehen? Eine Rakete? Sehr witzig. Sonst noch was? Hoffentlich finden wir sie. Ja. Alles okay? Hast du dir wehgetan bei der Landung? Nee, mir fehlt nichts. Auweia, da ist überall Wasser. Super Idee, mit einer Rakete abzuhauen. Wenn du in der Sternschule nicht diesen Quatsch gemacht hättest, wären wir gar nicht erst weg. Hey, guck mal. Wenn wir darauf klettern, müssten wir zu den Gleisen kommen. Eine Insel bleibt noch, auf der wir suchen können. Hoffen wir, dass wir sie da finden. Also nach dieser Kurve die erste auf der rechten Seite. Ach, niemand da. Hier sind sie auch nicht. Oh nein, die armen Kleinen. Keine Sorge, alles wird gut. Der kleine Prinz findet sie bestimmt. Wir kommen jetzt in die Gegend, die der Geograf errechnet hat. Bisher keine Spur von den Jungen. Auf zur nächsten Insel. Nirgendwo die kleinste Spur. Wenn Leon und Kaspar nicht auf einer Insel gelandet sind, sondern daneben. Hä? Ist alles gut, kleiner Prinz? Komm, Leon, wir sind schon fast oben. Jetzt stecken wir fest. Hier geht's nicht weiter. Wenn irgendjemand in der Nähe ist, hört er das hier ganz bestimmt. Aber nur, wenn jemand in der Nähe ist. Oh, hast du das gehört? Hört sich an wie Feuerwerk. Und Feuerwerk, das klingt mir sehr nach Kaspar. Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier ist die Endstation. Hallo? Ist da jemand? Oh, noch mehr Feuerwerk, Fuchs. Super, Fuchsig. Wir haben die Jungs gefunden. Sie sind da unten. Du bist auch da. Du kommst gerade recht. Guck mal unter den Wolken nach und bring die Jungs her. Kaspar! Leon!